Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engländer zu einem Silvester-Special 2018 auf diesem Kanal. Yay! Silvester-Special. Ein neues Jahr, also ein altes Jahr geht zu Ende, ein weiteres Jahr geht zu Ende. Und es gilt mal wieder zurückzublicken auf das, was war. Ja, heute mal, wie schon im Vorjahr, zweimal ist Tradition, ja, aus Tradition heraus machen wir heute wieder ein ganz langes Rückschau-Video, wo ich so mal ein bisschen labere und mal erzähle, was war und ja, ein bisschen das Jahr Revue passieren lasse. Aber bevor wir mit dem Jahresrückblick anfangen, schauen wir erstmal auf die Nominierten und Gewinner des Güldenen und Kackbraunen Gartenzwerg. Eine Preisverleihung, die ich im letzten Jahr eingeführt habe, im Jahresrückblick. Ebenfalls Tradition. Und dann würde ich mal sagen, ja, schauen wir uns mal an, wer so alles nominiert war dieses Jahr. Dies Jahr ganz andere Kategorien. Ja, der Güldene Gartenzwerg 2018. Ja, ich hoffe, das ist ja einigermaßen sortiert. Die erste Kategorie war dieses Jahr die Top. Das Top neueste YouTube-Format. Das beste YouTube-Format auf ganz YouTube sollte von meiner Community gekürt werden. Der Güldene Zwergenfürst, der Güldene Gartenzwerg und der Kackborn Gartenzwerg sind nach wie vor Community-Entscheide. Die Nominierungen dafür kommen von mir. Die gebe ich in einem Dokument, in einem Google-Dokument zur Abstimmung. Und ungefähr einen Monat hat dann meine Community immer Zeit, da abzustimmen und ihren Kandidaten aus den drei Nominierten zu wählen. Die Kandidaten, die Nominierten für das beste neue YouTube-Format 2018 waren dieses Jahr Copy and Taste von LeFloid, Erkennst du den Song vom Worldwide Wohnzimmer und Harry Potter und ja, ich habe mal irgendwas hingeschrieben, Harry Potter, irgendwas von Cold Mirror. Eine kleine Erklärung zu den einzelnen Kandidaten, wie es sein muss. Copy and Taste, ein Format, in dem LeFloid Fastfood-Gerichte sich vornimmt und diese nachkocht und zeigt, wie man mit doch recht wenig Aufwand die weltbekannten Fastfood-Trends nachkochen kann, wie man das nachstellen kann und halt doch besser machen kann. Also wie man es kopieren und besser kochen kann. Ich hoffe, ich habe es ganz gut erklärt. Ich gebe mal mein Bestes, aber Erklärung war noch nie meine größte Stärke. Kennst du den Song von Worldwide Wohnzimmer? Ja, der Titel verrät schon vieles. Mehrere Leute, meistens sind es Benny und Dennis, die zwei Twins vom Worldwide Wohnzimmer, gegen einen Gast oder zwei erraten Songs, Einspieler, die ins Studio eingespielt werden. Und ja, wer als erstes
den Song Red hat's gewonnen. So simpel ist es. Und mehrere Songs werden nacheinander geraten und am Ende geht ein Sieger hervor, der mit den meisten Punkten gewinnt. Die goldene Ananas. Der Preis für den Wettbewerb des Spieles erkennst du den Song. Auch ein großes, neu gestartetes Format 2018. Wenn ich mich nicht komplett irre, fing das schon 2017 an, aber 2018 lief es hauptsächlich. Daher ein neues YouTube-Format 2018. Kommen wir zum letzten Kandidaten, Harry Potter und irgendwas, ja, ein Stein auf dem Boden oder Harry Potter und der Polizei heißt, glaube ich, das letzte, das aktuellste. Cold Mirror, ja, altes Eisen auf YouTube. Wie beschreibe ich das am besten? Das Harry Potter Format von Cold Mirror. Wer Cold Mirror kennt und Harry Potter kennt, also Cold Mirror und Harry Potter, das ist eigentlich schon, ja, ist eigentlich schon fast genug Beschreibung für das Ganze. Ja, Cold Mirror tippt in einen Satzergänzungsroboter, wie sie es selbst, glaube ich, nennt, ein Text ein, also sie speist das ganze Harry Potter Buch dort ein, so ungefähr. Ich kann das sehr schlecht erklären, wie ihr merkt. Und dieser Roboter nimmt dann aus, ja, Autokorrektur, nimmt er das dann und schreibt da, nimmt sie das dann aus dem Roboter und schreibt damit ein neues Buch, eine Kurzgeschichte. Lassen wir es mal selbst erklären. Ich habe das Video hier. Lass mal kurz laufen. Obwohl ich eigentlich den Ton nicht mit. Es ist, ja, komm, lass mal kurz laufen. Lass sie es mal erklären. Oh, ich fütter jetzt diesen Satzvervollständigungsroboter mit dem Text aus dem ersten Harry Potter Buch und schreibt durch seine vorgeschlagenen typischen Harry Potter Sätze meine eigene Geschichte. So schwer kann das doch nicht sein. Ja. So ist es. Und da haben wir die drei Kandidaten. Ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich es so schlecht erklärt habe. Ja, muss auch mal sein. Wie gesagt, erklären ist nicht meine Stärke. Aus den Kandidaten ist ein Gewinner hervorgegangen. Und ja, das top neueste YouTube-Format 2018. Also der Gewinner in der Kategorie Top neues YouTube-Format 2018 ist dieses Jahr eindeutig mit einem eindeutigen Ergebnis. Cold Mirror mit Harry Potter und irgendwas. Cold Mirror hat gewonnen. Yay! Würde sie sich sehr darüber freuen, wenn sie das eines Jahres mal hier zu sehen bekommt oder auch nicht. Ja, Gewinner in dieser Kategorie Goldmauer, Harry Potter und irgendwas. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie ist zu meiner großen Überraschung nicht der Top Angler Dream 2018. Der kommt gleich, sondern das Top Zwergenfürst Video 2018. Ja, das beste Video auf meinem Kanal, von meinen Zuschauern ausgewählt, von mir drei Kandidaten vorgeschlagen, von euch, also von meinen Zuschauern und Abonnenten und treuen Engländern und Abstimmenden entschieden. Zur Auswahl standen dieses Jahr als drei Nominierte Minecraft Arno Part 0. Das ist Arno sozusagen als Video stellvertretend für das ganze Projekt. Habe ich bei Minecraft Arno einfach mal
ein Video, sozusagen das erste Video, genommen als Stellvertreter für das Projekt. Hier ist es Part 0, also das Erklärvideo. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, Kino, Review und Kritik. Ja, das ist der komplette Titel dieses Videos. Und der Z-Log Nr. 21 vom 101. Katholikentag in Münster. Dies waren die drei Kandidaten, die drei Nominierten in der Kategorie Top Zwergenfürst Video 2018. Und ja, da muss ich nicht zu viel zu sagen. Ich glaube, das sind auch drei sehr bekannte Videos auf meinem Kanal. Die habe ich nicht von irgendwo hergenommen. Habe ich natürlich auch auf die Klickzahlen ein bisschen geguckt und geguckt, wie kam es bei euch an, wo kam am meisten Feedback und ja, was könnte auch am besten angekommen sein. Das sind die drei Kandidaten, die meiner Meinung nach die Top 3 sozusagen waren in diesem Jahr. Da sieht man auch so ein bisschen, ja, ist auch in einer gewissen Art eine Top 3 von mir in diesen Nominierungen. Ihr habt euch für einen Kandidaten davon entschieden, genau gesagt für zweier. Die Entscheidung war hier sehr, sehr knapp, aber mit doch ein bisschen Vorsprung gewann in dieser Kategorie Minecraft Arnor das Video Part 0. Aber auch damit das ganze Projekt Minecraft Arno. Herzlichen Glückwunsch an das Video oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, das Video wird jetzt offiziell als Legende von 2018 gekennzeichnet und eingehen. Und ja, Minecraft Arno ist Minecraft Arno Part 0. Das ist Arno, ist das offiziell beste Video 2018 auf meinem Kanal. Nicht auf ganz YouTube, nein, da gibt es bessere. Aber auf meinem Kanal, von meiner Community gekürt, der güldene Gartenzwerg 2018 in der Kategorie Top Zwergenfürst Video geht an Minecraft Arno. Ja, toll. Da kommen wir zur Kategorie Top Eggladun 2018. Ihr habt lange darauf gewartet. Ihr habt es herbeigesehnt. Es ist eure Kategorie. Jährlich wird nun ein Eggladun hervorgehoben und gekürt als bester Eggladun des Jahres. Was nicht heißen soll, dass alle anderen es nicht wert seien. Und alle anderen, die es nicht in die Top 3 geschafft haben, sollten weniger wert sein, sollten, möchte ich hier nochmal betonen. Ihr seid alle spitze. Oh. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen kotzen. Zu viel Schnulzerei. Ja. Lieben die Community. Ja, die drei Nominierten dieses Jahr für den besten Eggladun 2018, das waren einmal der Kid, der Paper und Mordev. Ganz kurz gefasst, muss ich auch nicht viel zu sagen. Man kennt sich untereinander hoffentlich irgendwie ein bisschen auf meinem Discord-Server, falls das einige Zuschauer hier, die das hier sehen, nicht kennen. Heiße Empfehlung, mal auf meinem Discord-Server vorbeizuschauen. Rege,
reges Treiben dort drüben auf Discord. Qualifiziert nicht zwingend, also für den Top-Eglerdom, aber ja, ist ein Chatforum, wo man sich engagieren und teilnehmen kann. Man kann auch hier in den Kommentaren da unten könnt ihr euch auch aktiv engagieren. Ja, genug Werbung gemacht, genug gebettelt, genug rumgedingenst. Ja, kommen wir endlich mal zur Verkündigung des Ergebnisses. Ihr habt es lange drauf gewartet. Der Gewinner in der Kategorie Top Eglerdom 2018 ist dieses Jahr kein geringer als Pepe. Herzlichen Glückwunsch, Pepe. Du bist der offiziell von der Community gekürte Top Eglerdom 2018. Ja, Glückwunsch meinerseits. Herzlichen Glückwunsch zum Güldenen Gartenzwerg, Pepe. Darfst du dir jetzt offiziell ans Revier stecken, kannst dir im Garten Bedarf, im Baumarkt einen Gartenzwerg nehmen. Bitte nicht klauen, bitte bezahlen in der Kasse. Und dann noch Goldlack dazu kaufen, kannst dir ansprühen und sie aufs Regal stellen. Oder als Profilbild benutzen oder irgendwie kannst dich jedenfalls jetzt Top Eglerdom des Jahres 2018 nennen. Ich weiß, davon kann man sich nichts kaufen, aber ja, bitteschön. Ja, auch die anderen waren natürlich Reiskandidaten. Kit war schon im letzten Jahr ein treuer Moderator. Pepe ist auch ein treuer Moderator, soll ich nochmal anmerken. Das ist mittlerweile ein Insider zwischen uns beiden. Ja. Ja. Moderator sein ist allein schon, ja. Mordev ist kein Moderator. Aber Kit war schon im letzten Jahr dran als Nominierter und da tut es mir an dieser Stelle ordentlich leid. Es ist mir schon ein bisschen peinlich, dass der dieses Jahr wieder nicht gewonnen hat. Es wird wieder so eine Bergmann-Sache, wie beim Webvideopreis. Ich will mich jetzt nicht mit dem Webvideopreis vergleichen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist wieder so eine Herr Bergmann-Phase. Kit, vielleicht nächstes Jahr, aber Pepe verdient gewonnen. Ich applaudiere hier. Ich wollte gerade sagen, ich applaudiere stumm, aber dann mache ich doch ein bisschen Geräusche. Ja, es wirkt spät. Machen wir weiter. Größter Scheiß 2018. Da kommen wir zur ersten Kategorie des Kackbraunen Gartenzwergs 2018. Da haben wir die größte YouTube-Kacke. Nein, YouTube-Kacke ist es nicht, Gott sei Dank. Ich bin kein großer Fan von YouTube-Kacke. Aber es ist der größte Müll, der auf YouTube fabriziert wurde in diesem Jahr. Und da haben wir auch wieder drei Kandidaten. Die drei Nominierungen für die Kategorie Größter Scheiß 2018 waren in diesem Jahr. Gab es übrigens schon im letzten Jahr Größter Scheiß als Kategorie. Die Nominierten sind dieses Jahr Unge mit Milch ist Gift. Eine Sache, die uns, glaube ich, alle irgendwie aufgeregt hat. Aber jetzt noch nicht ordentlich ausschmücken, erstmal alle aufzählen. Drachennot mit dem Chancenfest. Eine Chance ist das nicht unbedingt. Und Logan Paul mit seinem Video Leiche im Suizidwald. Ja.
das Video hieß nicht so, dass das ist in dem Video passiert. Ja, Unge Milch ist Gift. Anfang des Jahres, das war doch recht am Anfang des Jahres, setzt sich der YouTuber Ungespielt, aka Unge, aka Simon Unge, an einen Strand in einem Video und verkündete mit fester Überzeugung, Milch sei giftig und man soll ja die Finger von diesem Dings, man soll ja die Finger davon weglassen und ist bloß meiden. Damit setzte er die ganze YouTube-Community in großes Entsetzen. Und ja, ein Skandal, wenn man so will, der schon am Anfang des Jahres einesgleichen suchte. Als nächstes das Schanzenfest von da will ich jetzt keine Partei ergreifen und da jetzt nicht irgendwie mich da einmischen, ob von oder gegen oder für oder weiß der Himmel was, Drachenlord, also von, für, mit, gegen, was weiß ich, dem Drachenlord. Das Schanzenfest war doch recht spät im Jahr. Ich glaube, wenn ich mich nicht absolut irre, war das so September, Oktober, November. Und November glaube ich nicht mehr, war so September, Oktober muss das gewesen sein. Als waren es Tausende, es war jedenfalls eine Menge, als eine Menge von Menschen zur Drachenschanze hinpilgerten, um dem YouTuber Drachenlord, kann man so nennen, eine auszuwischen und dort irgendwie, ja, ich, dort ein Schanzenfest zu verrichten. Ich habe bis heute, also um dann doch nochmal hier Partei zu ergreifen, ich habe bis heute keinen Schimmer, was, also ich habe da nicht ganz durchgeblickt, was da los war. Also soll ja, ist dann doch nicht so parteiisch. Also ich will jetzt hier nicht mich auf irgendwelche Seiten stellen, ist mir, soll mir ganz, soll mir an dieser Stelle, na egal, ist es nicht, aber ich möchte mich da mal raushalten, soll jetzt hier kein Meinungsvideo werden im Abschlussvideo des Jahres. Ist eure Meinung, die hier als Sieger hervorgeht, nicht meine. Ist hier, ich bleibe hier im letzten Video. Ja, ich werde den Teufel tun, mich da irgendwie zu äußern. Aber ja, es war ein Skandal sondergleichen. Der Drachenlord. Als nächstes die Kategorie Logan Paul, der Kandidat Logan Paul, ein amerikanischsprachiger YouTuber. Hier in meinem Rating sollte auch mal vorkommen. Eigentlich behandelt das jetzt hier eher YouTube Deutschland, aber auch hier mal Logan Paul. Die Leiche im Suizidwald. Ja, auch ganz am Anfang des Jahres geschehen. Eine Geschichte, die nicht nur, also die wirklich, deshalb ist er auch hier in der Kategorie mit drin, die nicht nur im amerikanischsprachigen YouTube geblieben ist, sondern ganz YouTube, auch YouTube Deutschland schockiert hat und mitgerissen hat und beschäftigt hat. Ja, ein Japan-Vlog, wenn ich mich nicht komplett irre, von dem doch sehr, 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 sehr großen YouTuber Logan Paul,
der dann in seinem Vlog, nachdem er verschiedene Späßchen, sag man mal so, in der Stadt, also in der Stadt, wo er war, in einer japanischen Stadt gemacht hatte, in den Suizidwald besuchte von Japan und dort ganz fröhlich vloggend versehentlich eine Leiche an einem Baum im Suizidwald filmte und dies dann mit großartig ist ja schon sehr falscher Begriff, aber mit extrem trifft es vielleicht besser, mit extremem Unrespekt, also mit sehr schlechtem Benehmen lachend durch diesen Wald zog und noch über die Leiche dort im Suizidwald, das Suizidopfer dort noch Scherze machte und sich dann lustig machte. Ein Skandal über das mir, also wo ich jetzt beim Erzählen gerade schon den Kopf schütteln muss noch und wo mir übel wird, also ein Skandal, der auch seinesgleichen sucht. Ja, dann kommen wir mal zur Verkündigung des Gewinners und die Entscheidung hätte hier nicht klarer sein können. Ja, entschuldigt, mir hängt hier gerade ein Kloß im Hals bei den Beschreibungen dieser Sachen. Es ist zwar dieses Jahr wirklich großer Scheiß. Und ja, Logan Paul mit einer großen Mehrheit der Gewinner, sofern man da Gewinner sein kann, diese Kategorie, Gewinner der Kategorie größter Scheiß 2018. Ja, da kann man mal ein bisschen sarkastisch sagen, Glückwunsch, hier hast du auch mal hier die kackbraune Gartenzwerg-Preisverleihung als, ja, man kann es vielleicht so ein bisschen sagen, als Schandmal hier einmal hingestellt. Ja, wer einmal damit nominiert, also wer einmal nominiert schon mal ist, das ist eh schon mal Schande. Aber der kackbraune Gartenzwerg, diese Verleihung soll auch einmal negativ und einmal abschreckend und einmal, ja, aufzeigend sein. Immer, ja, wie die goldene Himbeere, das beim Oscar ist, so hier der kackbraune Gartenzwerg beim goldenen Gartenzwerg, um mal einen Vergleich zu haben. Und der größte politische Aufreger 2018, weiter geht es in der Politik. Ja, auch die Politik habe ich jetzt hier sozusagen ein politischer größter Scheiß 2018. Hier einmal noch eingebracht. Taten wir die Kategorien, also die Nominierten. Das war zum einen die Neonazi-Eskalationen in Chemnitz. Wir erinnern uns, glaube ich, alle daran. Ein großer Aufreger ging durchs Land. Ja, in Chemnitz war was los. Die Erdogan-Türkei-Kritiker-Melde-App, EGM heißt die. Ich werde mal gucken, ob ich den richtigen Namen hier finde. Hier habe ich es mir aufgeschrieben. Emniet-Genie Müdürlügü hieß diese App, kurz EGM. Ja, eine App, mit der man mit der Deutsch-Türken hier in Deutschland, der Erdogan-Regierung und der Erdogan-Polizei wohl
Leute verpetzen können, die hier in Deutschland sich negativ und kritisch über Erdogan äußern. Ja, auch ein sehr berechtigter Aufreger. Und ja, wohl der mit Abstand größte Aufreger auf YouTube dieses Jahr. Ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr zu sagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Nominierte Partei ist hier das Europäische Parlament. Und die Rede ist von Artikel 13, dem Uploadfilter und der Debatte um Artikel 11 und Artikel 13 vor allem. Um diese ganze Gesetzregelung zum Artikel und zum Upload-Filter. Alles sehr große politische Aufreger vor allem dieses Jahr. Und machen wir es kurz an dieser Stelle, bevor ich hier noch irgendwie da außerordentlich nochmal erkläre. Ihr kennt es, glaube ich, also gerade politisch dürfte ihr irgendwie davon gehört haben, auch in Nachrichten und ja, News. Machen wir es ganz kurz mit einer doch einigermaßen klaren Entscheidung war hier der Gewinner. Die Neonazi-Eskalation in Chemnitz. Chemnitz ist hier als größter politisch Aufreger 2018 von meiner Community gewählt worden. Chemnitz mit seinen Neonazi-Demonstrationen und Eskalationen und was man noch für alles Worte dafür finden kann, dieses Jahr als ja, Negativgewinner in der Kategorie größter politischer Aufreger 2018. Tada! Bevor hier die Laune komplett in den Keller geht, machen wir nochmal die letzte Kategorie für den Kalkbraun-Gartenzwerg. Und dann geht's weiter mit dem Jahresrückblick. Dann geht's wieder bergauf, dann wird's hier wieder spaßig. Zieht immer so ein bisschen runter jetzt hier in den Kategorien des Kalkbraun-Gartenzwergs. Ich weiß. Aber es muss auch sein, es muss auch an schlechte Sachen einmal erinnert werden und ja, es muss einmal einmal gesetzt werden, wenn ich das so sagen will, es muss einmal, wenn ich das so sagen darf, es muss auch Schlechtes nominiert werden, um halt das mal herauszustechen. Der beste, schlechteste YouTuber-Beef 2018. Da hatten wir den Beef, ja, Beefs, wundervolle Sachen auf YouTube, naja, wundervoll in sarkastischer Weise gesagt. Da hatten wir den Beef zwischen Unge und Gronkh. Ihr erinnert euch vielleicht, da kam, ach du Schreck, jetzt haltet euch fest. Die Provokation dieses Mal nicht von Unges Seite, wie man es vielleicht denken könnte, sondern von Gronkhs Seite, der sich ein Reaktionsvideo von Unge spielt, beziehungsweise Unge, beziehungsweise Simon Unge nahm und darauf reagierte. Er reagierte auf einen Unge-Reaktionsvideo und meinte und war der Meinung, es sei kein vernünftiger Content und dröselte anhand des Reaktionsvideos von Unge auf, dass er da nur auf Sachen reagieren würde und da was klauen würde und irgendwie da keine richtige gute Videoarbeit leisten würde, woraufhin dann Unge wieder antwortete und den Gronkh angriff und
da an seinen kritisch, an seinen Let's Plays und seinen Projekten rummäkelte, könnte man fast sagen. So ist es bei Beefs immer, also ja, das Problem bei Beef auf YouTube ist immer, dass es immer ein Angriff enden muss und dass immer der eine den anderen dann aushauen muss. Und ja, unser lieber Gronkh, unser liebes Sternchen Gronkh ist halt auch nur ein Mensch und da hat er sich dieses Jahr mal in einen YouTube-Beef verflickt. Und der heilige Gronkh von YouTube, ja, der ach so perfekte Mensch hat dann auch mal sich in einen, hat dann auch einen Beef provoziert. Da ist Gronkh, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz unschuldig gewesen. So leid es mir als Gronkh-Fan auch tut zu sagen. Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, auf welcher Seite ich, wenn ich mich auf eine Seite stellen müsste, wäre. Ich stelle mich generell ungern auf irgendwelche Seiten. Ich stehe immer nur auf meiner Seite. Ich bin auf meiner eigenen Seite. Aber ja. Zweite Nominierte war Tanzverbot versus Concrafter. Fast schon in Vergessenheit geraten. Da ein weiterer Beef von Tanzverbot, also mit Tanzverbot, danach kam und das Ganze überholt hat. Der Beef zwischen Tanzverbot und Apecrime hier nicht mit einbegriffen. War auch heftig, aber hier geht es um den Beef zwischen Tanzverbot und Concrafter. Es ging um Concrafters Luca Pizza 2.0 oder 2.2 oder sowas, keine Ahnung, ich habe mich da so heftig nicht mit beschäftigt. Ich bin bei den, also ich versuche, so weit es geht bei den Beefs da immer ja, rauszubleiben. Man erfährt trotzdem irgendwie was davon. Ja, der liebe Concrafter hat eine schwarze Pizza auf den Markt gebracht und da war wohl dann auch Plastik mit drin. Hat man mal von gehört. Und der Tanzverbot hat, also ich glaube, das war noch vor der Plastikgeschichte, Plastikstückchen auf der Pizza-Geschichte. Tanzverbot hat das dann ausgepackt und hat die Pizza mal in seiner Art und Weise, wie man ihn so kennt oder wie man ihn auch nicht kennt, in seiner Art ausgepackt und reviewed und ja, hat das Ding mal auseinandergerissen im metaphorischen Sinne und da mal ja, geguckt und da mal sein Statement zugegeben, wie er das findet und da mal negative Kritik zu geäußert. Darauf hingegen dann wieder Concrafter, der sein Produkt verteidigte und ja, braucht man gar nicht weiter zu erzählen. Da ging es dann hin und her und her und hin. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es da sogar einen Rechtsstreit zwischen Concrafter und Tanzverbot, wo Concrafter dann mit rechtlichen, mit gerichtlichen Anzeigen und so weiter drohte und ja, das Ganze als Schlechtmachung seines Produktes verstand und pipapo. Der dritte Kandidat für dieses letzte Kategorie, nein, Dingens, vom Kackbrunnengartenzwerg 2018. Der Beef zwischen Leon Marcher und Mimi. Ja, ich kann mich noch an das lustige, an das fetzige Bild erinnern, wo Leon Marcher als knallrot angemalter, also mit Farbe lackierter
Typ da vor einem Schauspieler, der Mimi verkörpern sollte, stand und das Ganze nachpantomimiert hat und da dargestellt hat und lustig gemacht hat. Ja, ein Streit, ein Beef vom Kindergartenniveau, wo sich der eine nicht besser angestellt hat als der andere, muss man mal ganz ehrlich sagen. Beefs sind immer Niveau Kindergarten, muss man sich nicht zu lange mit auseinandersetzen. Hier der deutliche Gewinner in der Kategorie, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, Kategorie bester, schlechtester YouTuber Beef 2018 ist der Beef zwischen Unge und Kronk. Ja, hier einmal von meinen Zuschauern als Gewinner herausgepickt. Ja. Glückwunsch oder auch nicht oder ich weiß nicht. Hier, der kackbraune Gartenzwerg 2018 in der Kategorie bester, schlechtester YouTube-Beef. Da haben wir's. Womit wir am Ende der Nominierung für den güldenen, den kackbraunen Gartenzwerg 2018 wären. Ja, hätten wir die Nominierung und die Preisverleihung auch mal wieder abgehakt, haben wir das im Video, haben wir wieder ganz in die Länge gezogen. Dann würde ich sagen, ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Ich bin kurz weg. Für euch ist das eine ganz, ganz kurze Zeit, aber für mich ist das etwas länger. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht's weiter mit dem Jahresrückblick auf 2018. Zwergenfürst LP. YouTube. Bis gleich. So, und damit willkommen zurück zum zweiten Teil des Jahresrückblicks 2018. Das Silvester-Special auf meinem Kanal. Ja, schauen wir mal im zweiten Teil zurück auf das, was dieses Jahr so auf meinem Kanal gelaufen ist. Und das tun wir am besten, indem wir ganz am Anfang anfangen und schauen, was denn am Neujahrstag so als allererstes passiert ist, was da videomäßig online kam bei mir. Vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, werde ich sogar ein bisschen was als Hintergrundgeschichte dazu erzählen. Ich werde ein bisschen plaudern und ein bisschen erzählen. Deshalb, ja, macht's euch bequem, lehnt euch zurück. Jetzt kommt der ultimative Jahresrückblick auf meinen Kanal. Ich blicke zurück auf 2018. Ja, einen kleinen Rückblick habt ihr schon in Form eines Best-ofs heute um 14 Uhr gesehen. Da kam ein kleines Best-of, na klein ist es nicht, aber da kam ein Video mit den Highlights des Jahres und dann nun hier nochmal ein ausgeschmückter und nochmal ausführlicher Variante im Jahresrückblick, im Silvestervideo. Legen wir los! Am Neujahrsabend, wie schon gesagt, ging es los mit Super Mario 64 DS. Der erste Part, ein neues Spiel, ein neues Projekt. Zu Ende gebracht haben wir es nicht dieses Jahr, aber wir haben es begonnen. Es sind nicht viele Parts online gekommen davon, aber der eine oder andere Part Super Mario 64 durfte in diesem Jahr das
Licht der Welt erblicken auf meinem Kanal. Und ja, es ist auch etwas, was man gerne und gut und gerne 2019 weiterführen kann. Ein Projekt, das uns noch lange erhalten bleiben wird. Gleich am 1.1.2018 gestartet. Und dann haben wir gleich einen Part Pokémon Gelbe Edition, den 23. Um genau zu sein, ja, Pokémon Gelb startete schon im Jahre 2017. Das haben wir dann 2018 durchgezogen, haben wir 2018 fortgeführt. Da ging es weiter mit Pokémon, die Gelbe Edition, ein Erstgenerations-Let's Play auf meinem Kanal. Ja, gibt's nicht sehr viel zu sagen zu Pokémon Ultramond. Auch mitten heraus wurde aus dem letzten Jahr, aus 2017, noch mit übernommen. Pokémon Ultramond ging mit Part 25, wenn man es genau wissen will, wen es interessiert, los in diesem Jahr und wurde auch sehr weit zu Ende geführt. Part 26 von Pokémon Ultramond. Dann kam ein neues Projekt auf meinem Kanal, Let's Play Hello Kitty Happy Happy Family. Ja, 6 Parts lang hat das ganze Projekt gedauert. Aber da können wir ja noch später nochmal dazukommen. Es ging nämlich noch weiter. Es endete nicht mit einem ersten Part. Es war kein Reinschnuppern, sondern ein vollständiges Let's Play. Super Mario DS, Super Mario 64 DS wurde nämlich auch weitergeführt. Die Dwarf News kam natürlich in jedem Jahr, also in jeder Quatsch, in jedem Monat online. Und ja, ich klicke hier so ein bisschen rum. Und auch ein Z-Log aus Blankenburg, ja, Bad Blankenburg. Ist wichtig. Da war ich dienstlich zu einer kleinen Konferenz und hab mal zwischen den, also nicht zwischen den Pausen, sondern zwischen den Zeiten, wo ich beruflicher Natur dort war und beruflich beschäftigt war, habe ich da mal ein paar Szenen aufgezeichnet und da ein bisschen meinen beruflichen Ausflug mal ein bisschen Video dokumentiert in einem Vlog bzw. Zlog. Zlog. Nur 15 war das. Aus Bad Blankenburg, die Tagung. Ja, und mit Hello Kitty Happy Happy Family ging es weiter. Ein Projekt, was sehr nervenaufreibend war. Gerade mit quietschigen Stimme von Hello Kitty, die da immer im Hintergrund als Erzählerstimme einprogrammiert war. Ja, was soll man sagen? Es war ein komplettes Projekt. Ich habe es durchgezogen. Ich habe es mir für den Vollpreis im Laden gekauft. Ja, weiß der Geier warum. Da wollte ich halt mal ein leichteres und seichteres Spiel bringen. Ein leichteres Projekt für zwischendurch mal, was nicht so den ganzen Ernst abkriegt, sondern was so ein bisschen, ja, mal ein bisschen lustig und ein bisschen spaßhaft gemeint ist. Ich habe es 6 Parts lang wirklich durchgezogen, das muss ich auch nochmal betonen. Wenn man es mal hochrechnet, halbe Stunde ungefähr pro Video, habe ich da 3 Stunden lang an Hello Kitty Happy Happy Family gesessen. Also wenn das mal kein Respekt wert ist, ja, da habe ich 3 Stunden lang, zwar nicht am Stück, aber ja, ich habe 3 Stunden lang Hello Kitty Spiel gespielt. Ja,
auch eine Facette von 2018. Pokémon Mond wurden natürlich fortgeführt und weitergeführt. Das, ja, vergisst man so schnell wieder. Also was am Anfang des Jahres los war, ist auch mir mittlerweile wieder aus den Gedanken verschwunden. Pokémon Ultramond, das hätte ich persönlich, wenn ich es jetzt hier nicht faktisch vor mir hätte und nicht die Jahreszahlen und die Daten dort niedergeschrieben ständen, würde ich behaupten, das wäre ein 2017er Projekt. Ist es zur Hälfte auch, aber ja, es ist tatsächlich zur Hälfte auch in 2018 passiert und Anfang des Jahres war tatsächlich von Pokémon Ultramond, dem spannendsten Teil von Pokémon Ultramond, geprägt. Und ja, die ganzen spannendsten Teile, das Ende, also die zweite spannendere Hälfte davon, lief 2018, ja. Der Part 29, das war ein Zwischenpart, ja, ein regulärer Part, aber ein Zwischenpart, den wir zurückgingen in die Stadt, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, aber in einer Stadt gab es diese Pokémon-Schule, in der man nachts hineintreten konnte und eine Gruselgeschichte erleben konnte. Ja, das war mal ganz spannend. Durch einen Insider-Tipp habe ich davon, ja, ist kein Insider-Tipp, ist doch recht öffentlich, aber durch einen Tipp in einem anderen Video eines anderen YouTubers erfuhr ich davon, dass es da in dieser Schule was gibt, was man sich unbedingt anschauen sollte. Und ja, das war es auf jeden Fall wert. Ein gruseliger Part Pokémon, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe. Auch, ja, ein sehr schönes Video. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Solche versteckten Sachen, also war wirklich einigermaßen versteckt, weil man musste es wirklich bewusst aussuchen, weil ja, es war zwar relativ öffentlich, also es war eigentlich recht bekannt, dass da in dieser Schule dieses Spuk-Story passiert, aber es war halt nicht im Lauf der Handlung mit drin. Also man musste schon aus der aktuellen Handlung aussteigen und nochmal zurücklaufen, um halt dieses Erlebnis zu haben. Und das war es auf jeden Fall wert. Pokémon Ultramond natürlich. Pokémon Mond war eindeutig 2017. Es war ein reines 2017-Projekt. Wenn ich mich nicht komplett irre. War auch für Überraschung. Gut, das Projekt. Die Loot Chest. Die Geek Subscription Box. Die Ausgabe Januar. Die haben wir unboxed. Ein Unboxing fand statt im Januar. Da haben wir die Loot-Chest ausgepackt. Wie lang ist es her? Die letzte Loot-Chest kam, glaube ich, im Februar, wenn ich nicht komplett irre. Ja, das Abo habe ich beendet. Aber auch das war ein spaßiger Teil des Jahres. Wieder ein Projekt, was 2017 angefangen wurde. Der größte Teil, also die meisten Loot-Chests wurden 2017 angeboxt. Ich glaube, ab September lief das Ganze. September, Oktober, November, Dezember, dann Januar und Februar. Dann hatten wir es. Eine schöne Box, schöne Unboxings. Unboxings haben mir schon immer gefallen. Und euch scheint es auch zu gefallen. Ja. Weiter ging es mit Tomodachi Life, ein Projekt, das wir endlich in diesem Jahr, jetzt im Dezember, beendet haben. Ja, die Honeyball in Part 50 im Januar schon noch, haben wir dieses Jahr ein bisschen vernachlässigt. Das Projekt lief seit 2016. Wurde nur müßig fortgesetzt und blieb doch meistens auf der Strecke, aber ja,
Auch 2018 gab es wieder ein paar Parts von Tomodachi Live. Pokémon Ultramond natürlich lief parallel weiter. Ja, Tomodachi Live war doch ein Projekt von... Was sehr schön war für mich, kein Zweifel daran, aber es musste beendet werden. Es gab keine Motivation mehr, das weiterzuführen. Ja, so habe ich es jetzt Ende des Jahres mal ad acta gelegt. Auch ein brandheißes Thema 2018 im Frühjahr, weiß jetzt nicht mehr, ob das im Januar oder im Februar passierte. Auch in Pokémon Ultramond, dem Let's Play, thematisiert die YouTube-Partnerschaft. Ja, die wurde dann Anfang des Jahres von YouTube abgeschafft. Nicht abgeschafft, aber begrenzt auf 1000 Abonnenten und 40.000, hier habe ich es nochmal stehen, 40.000 Stunden und 1000, also 40 Stunden Watchtime und 1.000 Follower, Abonnenten auf YouTube sind die Voraussetzungen, um ins YouTube-Partnerprogramm mit hineinzukommen. Vorher konnte man, ja, ich habe 2017 Werbung auf meinem Kanal geschaltet. Dies war 2018 jetzt nicht mehr der Fall. Rückblickend war das jetzt gar nicht so tragisch. Die Videos liefen auch weiterhin auf meinem Kanal. 2018 ist trotzdem noch weitergelaufen, auch wenn es Anfang des Jahres großes Chaos darum gab und auch ich ein bisschen Chaos verbreitet habe und da ein bisschen miese Stimmung gemacht habe. Es war halt noch unklar, YouTube hat sich wie immer in Schweigen gehüllt und hat da wenig zugesagt. Und was es denn letztendlich vorhat mit dieser Regelung. Und dann, ja, war es soweit und die Welt hat sich weiter gedreht. Ja, der Stress an dieser Sache bestand halt daraus, dass man nicht wusste, wie es weitergeht. Was wird jetzt weggenommen? Wird nur die momentanen, die Monetarisierung, ich kenne das Wort fast nicht mehr, ja, wird nur die Monetarisierung weggenommen oder kann man auch Abspannfunktionen oder weitere Sachen nicht mehr benutzen, die man vorher benutzen konnte und so weiter und so fort. Ein großes Drama, ja, was sich dann aber auch in Luft aufgelöst hat, weil es so tragisch dann nicht wurde. Ich erinnere gerne an diese Geschichte nochmal ausführlich zurück, weil wir haben gerade das Problem mit dem EU-Upload-Filter, mit dem Artikel 13. Ich will das nicht vergleichen, es sind ganz andere Sachen und es ist im Unterschied zum Upload-Filter wurde diese Bestimmung von YouTube festgelegt und nicht von einem Parlament, das über alle europäischen Staaten regiert. Ja, dementsprechend, ja. Letztendlich war es schon immer so, auf YouTube gab viele Themen, die schon so gehandhabt wurden. Erst ist großes Chaos, es wird schlimm geredet und es wird, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwas schlimm geredet wird, wer weiß, lassen wir es einfach mal kommen, will ich damit sagen, es ist, und am Ende wird es dann doch gar nicht so schlimm, wie es denn wirklich ist und, ja, auch der Artikel 13 war dieses Jahr ein großes Problem, aber da sind wir noch nicht an dem Punkt angekommen. Hello Kitty ging weiter,
Pokémon Ultramond natürlich mit weiteren Parts und Hello Kitty mit dem 14. Part. Da werden wir jetzt schon ein Reaction-Video von mir auf das Musikvideo und die Musik an sich von Apple Red Billow. Das und er Anfang des Jahres hoch. Anfang des Jahres kam ein Song von Apple Red Billow. Darauf habe ich reagiert, das habe ich mir angeschaut und da meine Meinung zugesagt und das Ganze auseinandergedröselt. Ja, auch ein Erlebnis auf meinem Kanal. 2018 Pokémon Ultramond ging natürlich wieder weiter, muss man immer zwischendurch sagen. Das lief natürlich weiter, das hörte noch nicht auf. Und dann wurde ein neues Projekt und ein altes Projekt, aber doch ein neues Projekt aus 2017 wiederbelebt, weitergeführt. Der Mensch ist keine Nummer, beziehungsweise Zwerg für Toleranz und Courage, indem ich Geschichten aus einem Buch, habe ich es hier, es müsste hier noch auf meinem Sofa liegen. Da lag es zumindest noch letztens. Aus einem kleinen Heftchen las ich Geschichten zum Thema Theresienstadt, zum Ghetto und zum Konzentrationslager vor und ja, unter dem großen Überschrift, unter der großen Überschrift Der Mensch ist keine Nummer, so heißt das Buch, und der noch größeren Überschrift Zwerg für Toleranz und Courage. Ja, habe ich mal ein bisschen Geschichten vorgelesen. Hier 2018, die erste Geschichte, die ich vorgelesen hatte. Prinzessinnen mit Sternen darf man nicht umbringen. Und weiter ging's mit Pokémon Ultramond, das natürlich auch zwischen den Parts immer weiter lief. Ein weiterer Setnook kam online. Das erste Mal, dass ich Brickheads gebaut habe, ein Netzbild Brickheads, Lego Brickheads. Großartige neue Sache, die ich für meinen Kanal entdeckt habe, die vielleicht 2018 neu kam. Ich weiß nicht, gab es das schon 2017? Ich bin mir da nicht sicher, aber ja, auf meinem Kanal war das dieses Jahr eine Neuheit. Wir bauten zusammen Lego, und zwar Brickheads. Wer es nicht kennt, schaut sich's mal an. Brickheads, eine geile Sache. Ja. Auch eine Neuentdeckung für dieses Jahr. Und auch Der Mensch ist keine Nummer. Das Projekt Zwerg für Toleranz und Courage ging in diesem Jahr weiter. Pokémon Ultramond natürlich und selbstverständlich. Langsam nähert es sich seinem Finale entgegen. Und Super Mario 64 DS. Auch ein dritter Part Anfang des Jahres schon. Dann wurde es langsam dünner, wie ihr bemerkt. Es kam nicht mehr so viel Super Mario 64, weil andere Projekte anstanden und andere Sachen dazwischen kamen. Und ja, es blieb dann, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre, bei 5 Parts im Jahr. Dann wären wir wohl auch in 3 Jahren mal fertig werden. Ein Kanal-Trailer habe ich dieses Jahr auch hochgeladen. Und dann kam ein sensationelles Video auf meinem Kanal online. Ein Animal Crossing Video, in dem ich zu einem Thema redete. Ich muss gerade kurz überlegen, ob das eine Fragerunde war oder ein Themenvideo. Es war ein Themenvideo zum Thema Drogen. Zur Legalisierung von Marihuana. Und ja, in diesem Video dröselte ich mal Pro und Contra gegeneinander auf und ja, erklärte so ein bisschen, was so die guten und schlechten, die Pro- und Contra-Punkte von oder für oder gegen die Legalisierung von dieser
Droge. Gras. Heißt das, glaube ich, nehme ich nicht irre. Umgangssprachlich. Was dafür oder was dagegen spricht. Ja, und dann habe ich natürlich auch meine Meinung dazu am Ende noch gesagt. Also erstmal Pro und Contra, Punkte aufwiegen und dann Meinung zu sagen. Und ja. So kam ein sehr umstrittenes Video auf meinem Kanal online. Was doch ja sehr Diskussionen in Anspruch geführt hat, gesetzt hat. Keine Ahnung. Ich kann das nicht richtig formulieren. Pokémon Ultramond, da hatten wir im 43. Part, es neigt sich langsam dem Ende entgegen, da hatten wir eine Überraschung im Part, ein Ponita, nein, ein Galoppa. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich anstrengen, ich muss gucken, dass ich das Richtige sage, das richtige Pokémon nenne. Es ist ein Galoppa, ein Shiny Galoppa Level 100, hatten wir per Wundertausch erhalten in dem Projekt, was eine große Überraschung war. Und ja, mal kein Clickbait im Titel und im Bild, wirklich ein Level 100 Shiny Galoppa, was wir getauscht haben. Ich glaube, gegen irgendwie ein Taubsi oder sowas habe ich das getauscht. War eine lustige Aktion. Und damit haben wir dann das Spiel gerockt. Ja. Pokémon Y. Let's play again. Genau am 27.02.2018 gestartet als Jubiläumsvideo zum zweijährigen Bestehen meines Kanals habe ich mein erstes Projekt, mein erstes YouTube-Projekt, mein erstes Video nochmal neu aufgesetzt und nochmal in besserer Qualität, in besserem Moderationsstil und in besseren Art aufgezeichnet. Ja. Das Projekt haben wir dann natürlich weitergeführt in diesem Jahr. Das wurde nicht zu Ende gebracht, aber weitergeführt. Pokémon Y Let's Play Again startete also und begleitete dieses Jahr. Ja, um auch nochmal zu Pokémon Ultramond etwas zu sagen. Ja, man sieht anhand gerade von Pokémon Ultramond und anderen Projekten, die ich noch aus dem alten Jahr mitgenommen habe, dass es durchaus nichts Unübliches ist, dass da auch aus dem alten Jahr noch ein bisschen was mitgenommen werden kann. Also keine Angst für alle Projekte, die jetzt dieses Jahr noch nicht beendet wurden oder noch lange laufen werden. Die werden dann wahrscheinlich im nächsten Jahr dann fortgeführt und geendet oder ja, hoffentlich beendet. Sonst haben wir hier wieder einen Tomodachi Life, weil da hier meine ganze YouTube-Karriere läuft. Mein Geburtstagsvideo, mein Special, mein YouTube-Geburtstagsvideo Special. Ganz kurz, mal knapp gesagt, Happy Birthday. Ich bin 2 Jahre alt geworden, also mein Kanal ist 2 Jahre alt geworden. Ich muss mal kurz das Licht machen, es wird hier düster. Ich sehe kaum mehr was. Klack. Ja, das schneide ich alles hier mit rein. Ich werde versuchen, das Uncut zu machen, sofern möglich. Ja. Geburtstagsspecial. Zusammengefasst mit dem, sag schon, mit dem Pokémon Y-Part. Die letzte Loot-Chest-Box, wenn mich nicht alles täuscht, war es die letzte Loot-Chest für den Februar, haben wir angeboxt. Das war eine tolle Sache. Loot-Chest, die würde ich ganz gerne wieder haben. Irgendwann, wenn ich mal das Geld dafür habe, bestelle ich sie wieder, mache ich wieder ein Abo da und dann machen wir wieder ein Unboxing für die Loot-Chest. Da waren ganz tolle Sachen drin,
wie mein Lieblings-T-Shirt, mein aktuelles Lieblings-T-Shirt. Das habe ich aus dieser Box bekommen. Also wirklich kein übler Scheiß da drin. Also echt eine geile Kacke. Ja. Hello Kitty. Ja, das nahm langsam ein Ende im Februar. Ultramond ging auch langsam zu Ende. Pokémon Ultramond. Das Finale. Die Dwarf News dann wahrscheinlich für den Monat März oder für den Monat Februar. Ich weiß nicht. Ich habe es ja gerade nicht im Überblick. Hello Kitty wurde beendet. Ja, 6 Parts, wie schon gesagt. Haben wir zu einem guten Ende gebracht. Gab es ein Feedback zu und die Quells. Und dann haben wir das ein bisschen spaßige Projekt auch mal ad acta gelegt. Ultramond, ja, das waren Zeiten. Ultramond war ein spaßiges und tolles Projekt. Ultra Necromsa. Necromanza oder Necrosma oder wie die hieß. Das war ein Kampf. Das Ultra Necrosma in Ultra Porpolis, Ultra Tropolis oder sowas. Ich kann mich noch dran erinnern. Ein schmerzhafter Kampf, den wir dann mit Level 100 Galoppa Shiny, mit Shiny Galoppa dann hingekriegt haben, aber auch das, also auch das Shiny Galoppa Level 100 hatte, da zu kämpfen. Das war ein Kampf, den wir ohne Shiny Galoppa jetzt nicht so richtig hingekriegt hätten. Da wäre das Projekt fast dran gescheitert. Vor allem, weil es dann nicht weitergeht, weil man an dieser Stelle festhängt. Und ja, ein böses Level, ein böses Kapitel von Pokémon Ultramond. Dafür, dass Pokémon Ultramond doch so sehr auf Anfängerfreundlichkeit und Leichtigkeit setzt, war das schon, also das war ein Gegner, den ich mir lobe. Also, wenn der, also, ich lumpe den, aber verfluche den auch. Also, wenn man den mal regulär reingesetzt hätte als richtigen Endgegner. Ja, das wäre eine tolle Sache. Das mal bitte gerne öfters in Pokémon. Also, das ist, war gar nicht mal schlecht, mal einen schweren Gegner zu haben. Aber dann bitte auch die Möglichkeit und die Voraussicht, dass man dann auch sein Pokémon-Team entsprechend trainieren kann. Dann halt auch, ja, Trainingsmöglichkeiten hat. Holla, da wird mit der Tür gepoltert in dem Hause. Ja, wo war ich? Dass man auch die Training-Pokémon, also dass man, Quatsch, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, dass man die Möglichkeit hat, seinen Pokémon auch aufs hohe Level zu kriegen, um dann halt den Boss auch zu schaffen. Ja, das, ja, dass man das sozusagen als legendäres Pokémon zum Beispiel von der 8. Generation hat, das, ja, wirklich ultra stark ist, OP Stärke hat, was man dann aber auch durch gezieltes Training dann auch besiegen kann. Versteht ihr, Game Freak? Ja, ihr werdet mich nie hören, aber ja. Oha, da war ein Z-Lock, in dem ich mir ein Regal zusammen gezimmert habe. Ja, da habe ich mir im Baumarkt, falls ihr euch dran erinnert, im Baumarkt XYZ ein Regal besorgt, also die Materialien für ein Regal gekauft und habe das Ganze dann in meinem Zimmer angebracht. Es ist hier noch dran, hat noch niemand abgerupft und stehen immer noch DVDs obendrauf. Ein kleines DVD-Regal für mein Kinderzimmer. Ein altes Kinderzimmer, mit dem ich jetzt nur noch über den Urlaub und an Wochenenden ab und an mal zu Gast bin. Das kommt auch später. Das müssen wir auch nochmal erwähnen. Pokémon Ultramond ging zu Ende. Ja, jetzt hier die Top 4. Jetzt haben wir hier. Ich klicke jetzt hier die Thumbnails durch. Da erzähle ich ein bisschen was dazu. Die Top 4
Der war auch, ja, die war nicht das leichteste, aber auch nicht gerade das schwerste. Der vierte Part, Super Mario 64 DS. Ja. Aber nicht viel zu sagen. Der letzte Part für eine ganze Weile. Anfang des Jahres war das. Und ja, der nächste kam erst Ende des Jahres. Ja, kommt vor. Bei manchen Projekten, wenn anderes dazwischen kommt. Ein neuer Setlook. Wait the movie in 1, 2, 3, 4, 4 in numbers. Diese Challenge, die ich mal gemacht habe. Ja. Und wie schon der Titel sagt, habe ich da Games. Achso, wait the game in 1, 2, 3, 4, 4 in numbers. Da habe ich Spiele ganz kurz in maximal 5 Wörtern bewertet. Ein cooles Spiel, was ich mir von als Vorbild von einer Englischprüfungsaufgabe genommen habe. Jeder kennt so die Prüfungsaufgabe. Formuliere das in mindestens einem, aber maximal 5 Wörtern. Die Afterstory nach der Top 4. Und das Setlog, der Setlog, in dem ich das Regal angebracht habe, zwei gewürzte Heimwerker und klöppelt ein Regal an die Wand. Ja, so sah es aus. Und die Rainbow Rocket Episode von Pokémon Ultramond. Ja, Pokémon Ultramond, ein großes, großartiges Projekt. Ich vermisse es wirklich. Es war ein schönes Ding. Ich freue mich auf die 8. Generation. Da kann man es mal weiterspielen. Die Geschichte. Ja. Die 7. Generation fand ich nicht so scheiße. Also schon scheiße, aber so scheiße war es nicht. Im Vergleich zur ersten. Schon echt bescheiden, aber ja. Hat auch Spaß gemacht. Der Mensch ist keine Nummer, Leben und Überleben. Ja, da habe ich weiter an den Geschichten vorgelesen. Tomodachi Life, Cold Mirror, Zug ein. Die Dwarf News für den Monat, ich glaube mittlerweile April oder März oder keine Ahnung. Jedenfalls Dwarf News, die kam monatlich online. Sims habe ich auch weitergespielt, Part 10, auch ein 2017er Projekt vor allem. 2018 nicht mehr so viele Parts, aber ist ja auch ein Netzstissel. Was heißt, dass es nicht als festes Projekt gesehen wird und ja, unregelmäßig kommt, wenn man Bock und mal Zeit da ist und eine Lücke da ist. Mein erster Filmreview zu dem Kinofilm Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Die 2018er Version neu verfilmt im Kino habe ich für euch in einem Video reviewt und kritisiert. Da wird mein Hals schon kratzig durch das ganze Durchlabern. Ich labere schon da seit einer Weile. Die ganzen Bosse, die man im Team Rainbow Rocket Schloss und Ultramond besiegen musste, auch ein Spaß. Das Rainbow Schloss. Meisterdetektiv Pikachu haben wir in einem Letztest, also in zwei Letztests, also genau zu sein. Um ganz genau zu sein, in einem Letztest, was auf zwei Parts aufgeteilt wurde, haben wir das angetestet. Ja. Für das Letztest hat es mal Spaß gemacht und dann, ja. War es auch wieder gut. Projekt als Let's Play habe ich das dann nicht mehr gestartet. Ein Projekt, was auf meinem Kanal ausgeblieben ist. Dann habe ich für euch ein Thumbnail gemacht. Also ich habe euch in einem Video gezeigt, wie ich meine Thumbnails mache. Also wie ich damals meine Thumbnails gemacht habe. Mittlerweile läuft das ein bisschen anders. Sieht man auch anhand der Thumbnails. Ich habe da ein bisschen was dazu gewonnen an Wissen.
Was haben wir jetzt? Ja, das Thumbnail von Pokémon Ultramond Part 69 mit dem Chef der Team Rainbow Gott, der Giovanni. Dieses Thumbnail haben wir gemeinsam gemacht. In dem Video kam dann wenig später auch online und war fast das letzte Video der Reihe Pokémon Ultramond. Die Nintendo Switch habe ich mir gekauft und geunboxed, mich ein Unboxing dazu gemacht. Ja, auch eine sehr großartige Neuerung für diesen Kanal 2018. Ja, Minecraft Arnor, wo wir noch nicht sind, aber muss ich nur ein Wort in den Raum werfen, was ohne die Switch nicht möglich wäre. Ja, Minecraft Story Mode, auch eine Sache, die ich auf der Switch gespielt habe, begonnen habe und beendet habe. Die erste Staffel haben wir gespielt, Minecraft Story Mode auf der Switch. Großartige Projekte, die dieses Jahr dank der Switch auch gestartet sind, gelaufen sind. Sorry für den Versprecher. Tomodachi Life Herrn News Time kam dazu in Part 52. Natürlich, Minecraft Story Mode ging weiter mit Part 2 und Part 3 und Part 4 und Part 5 und weiter ging's. Immer weiter fort. Ja. Ein schönes Projekt, Minecraft Story Mode. Die erste Staffel, die ich da gemacht habe. Nicht gemacht. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Aber ich habe es als Let's Play auf meinem Kanal gemacht und hatte sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und auch das Projekt Der Mensch ist keine Nummer ging weiter. Und auch da hatte ich Spaß. Weiß nicht, ob man da Spaß dran haben kann. Aber ein tolles Projekt war es. War schön, mal auch darauf aufmerksam zu machen und das mal einzubringen auf meinem Kanal. Schön, schön. Super Mario 3D Land. Soll man auch mal wieder von gehört haben. War dieses Jahr ein bisschen mager mit Super Mario 3D Land. Da kann ich auch jetzt hier offiziell etwas verkünden, dass ich dieses Projekt schnellstmöglich beenden werde und da Anfang nächsten Jahres noch ein, zwei Parts zum rausbringen werde vielleicht. Aber das dann wirklich geradewegs zu einem Ende steuern werde, weil ja, man hat einfach dieses Jahr bemerkt und ich habe es auch bemerkt dieses Jahr, da wächst kein grüner Zweig mehr drauf. Das Projekt ist gelaufen, das Projekt macht mir auch keinen Spaß mehr, das zu bringen. Wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, das zu bringen, dann ist es aus, dann sollte man es auch beenden, dann ja, dann macht es auch keinen Spaß mehr dann macht es auch keinen Sinn mehr weiterzuführen. Wo wir auch schon beim Thema sind, Dementium Remastered Part 6, auch sehr mager dieses Jahr. Da haben wir Part 6 rausgebracht und ja, da habe ich Part 6 rausgebracht und das war so, wie ich weiß, der letzte Part in diesem Jahr. Wir sind ja ungefähr, müssten jetzt mittlerweile beim Mai oder so angekommen sein, also noch Anfang des Sommers irgendwie, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre. April, Mai, Juni, irgendwie sowas in dem Dreh. Da habe ich dann den letzten Part, also den letzten bisher Part Dementium gebracht. Ein Horrorspiel auf meinem Kanal, das anfangs doch sehr viel Spaß gemacht hat, aber dann Part für Part doch immer anstrengender wurde und weniger Spaß gemacht hat, weniger Bock gebracht hat. Am Rollstuhlpatienten war dann gescheitert. Die Creepy hat ein Best-of. Es wurde ein Best-of für meinen Kanal gemacht.
Creepy ist die Best-of-Erstellerin. Und ja, wir haben einen Best-of-Zwergenfürst-Adventskalender 2017 gemacht, was ich dann auf meinem Kanal dementsprechend gewürdigt und hochgeladen habe und dann halt dementsprechend, ja, mein erstes Best-of, was von jemand anders erstellt wurde. Und ja, da habe ich dann drauf reagiert, ich habe Danke dafür gesagt und das Ganze bei mir hochgeladen, wie es üblich ist, gesagt, schaut mal bei ihr vorbei. Ja, ganz schönes Ding. Hat mich auch sehr gefreut dieses Jahr. Minecraft Story Mode. Das lief natürlich weiter. Tom und Dutchy Knife, ein neuer Part mit der Best-of-Erstellerin. Creepy Navanya Ghost 15 heißt sie. Mit komplettem Namen. Layers of Fear Legacy Part 1 auf der Nintendo Switch. Drei Parts gab es in diesem Jahr und drei Parts wird es geben davon. Ein Projekt, ein Horrorprojekt, ein weiteres Horrorprojekt, das mir ja auch anfangs Freude bereitet hat und mir dann ja immer mehr unlieb wurde, was ich dann gelassen habe und als letztes abgehakt habe. Minecraft Story Mode, großartige Sache. Super Mario 3D Land, man mag es nicht glauben, aber es kam tatsächlich noch ein Part online 2018 und eine Review, eine Filmreview zu Ready Player One. Zum Team Kinofilm habe ich eine Kritik und Review gemacht. Großartiger Film, also ich muss nochmal betonen, also ist wirklich ein schöner Film dieses Jahr online gekommen. Auch wenn er von den Kritikern sehr zerrissen wurde und ja, vielleicht auch sehr umstritten ist bei den Zuschauern. Mir hat er großartig gefallen und es war ein riesiges Projekt dieses Jahr. Projekt mehr. Das klingt auch wieder falsch, da habe ich mich versprochen. War ein riesiger Film dieses Jahr und ja, auch ich durfte es als Review. Ich habe mal einen Filmreview dazu gemacht. Ich liebe diesen Film einfach. Er ist schön. Minecraft Story Mode. Ach ja. Tolle Zeit. Dwarf News für den entsprechenden Monat. Und dann kam ein neuer Part, der Zwerg für Toleranz und Zwerg für Courage Reihe online. Das haben wir dieses Jahr zu Ende geführt. Und ja, da wissen wir auch, wo wir sind. In der Timeline vom 9. bis zum 13. Mai war ich auf dem 101. Katholikentag in Münster und habe ein Video zu diesem Event gemacht und auf meinem Kanal hochgeladen. Dieses Video war sogar, ihr erinnert euch daran, in der Community-Wahl für den Güldenen Gartenzwerg 2018 bestes Video auf meinem Kanal nominiert. Ja, sehr schön. Auch ein großartiges Video. Die Veranstaltung war wundervoll. Das Video ist spitze geworden. Ja, hat es leider nicht ganz geschafft. Wurde nicht zum besten Video gekürt. Ist nicht das beste Video 2018, aber ein gutes Video 2018. Eines der besten. Dann, ja, und dann kam ein neuer Sims-Part. Das haben wir auch dieses Jahr weitergeführt. Noch ein Super Mario 3D Land-Part
Wer glaubt's? Habe ich tatsächlich mal ein paar mehr als gedacht und dann gebracht. Ein, zwei Stück kam also dieses Jahr doch online. Super Mario 3D Land Part 28. Schön, schön. Es hat ja Spaß gemacht. Super Mario 3D Land war ein nices Projekt, ein nices Let's Play, ein schönes Spiel. Aber ja, zum Ende hin wurde ich dann zu faul, also wurde es mir dann zu schwer und ja, habe ich dann die Lust drauf verloren. Layers of Fear Legacy Part 2, ja. Brauchen wir nicht viel zu sagen. Minecraft Story Mode ging weiter. Auch hier wieder schön, schön. Tomodachi Life, der Part, in dem Fresh Torge die Insel betrat. Ja, um mal daran zu erinnern. Minecraft Anno, da ist es. Das beste Video 2018 auf Zwergenfürst LP. Minecraft Anno Part 0. Da habe ich mein Projekt begonnen. Das Minecraft-Projekt auf Zwergenfürst LP namens Anno. Großartige Sache. Hat mich am meisten gefreut dieses Jahr. Mit Abstand am meisten. Minecraft-Switch mit dem Zwergenfürst. Minecraft Story Mode natürlich auch noch anfangs, also in Anfangszeiten von Minecraft Anno lief auch noch Minecraft Story Mode, die erste Staffel. Ins Projekt weiter. Und dann begannen so langsam die ersten Parts und die letzten Parts von Minecraft Story Mode. Also mit den letzten Parts von Minecraft Story Mode kamen die ersten Parts von Minecraft Anno. Das eine wechselte sich sozusagen mit dem anderen ab und ja, war sozusagen ein Schichtwechsel. Minecraft Anno löste das Projekt Minecraft Story Mode Staffel 1 ab. Ihr werdet wissen, warum ich das so sehr betone. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, warum ich Staffel 1 so sehr betone. Eventuell ist da was geplant fürs nächste Jahr. Layers of Fear, der letzte Part, Part 3. Das wusste ich noch nicht, als ich das gedreht habe, als ich den Part online gestellt habe. Dass Layers of Fear Part 3 der letzte Part sein würde, aber wir haben es dann doch bei einem Let's Test belassen. Und Minecraft Anno begann mit seinen ersten Parts. Und auch Spaß mit Apps. Ein altes Projekt von mir wurde wieder belebt, indem wir ein neues App-Let's-Test machten. Spielten, nicht machten. Machten ist das falsche Wort. Spaß mit Apps, große Sache, die ich auch dieses Jahr wieder ein bisschen bespielen konnte. Minecraft Story Mode, natürlich, was auch sonst. Ging zu einer Minecraft Anno. Part 5 haben wir dann hier. Die Dwarfnuss für den entsprechenden Monat. Und, oha, noch ein Part Mario 3D Land. Super Mario 3D Land sind ziemlich viele dafür, dass ich es als wenig in Erinnerung habe. Ja, 4-5 Parts pro Jahr ist doch ein bisschen wenig, aber mehr als ich gedacht hätte. Da saugt natürlich gerade jemand draußen vor dieses. Da saugen. Da muss natürlich gerade jemand, während ich hier mein Jahresabschlussvideo aufnehme, draußen oder dir saugen. Ich hoffe, man hört es nicht zu heftig. Ich würde ja lauter reden, wenn ich könnte, aber meine Stimme ist schon angeknackst. Ich schaff's nicht, laut zu reden. Ja, Super Mario 3D Land. Und ein Demo, also die erste Demo-Version, die Demo-Version eines Let's Tests für ARMS, das Spiel für die Switch, Switch-Let's Tests, dieses Jahr auch neu, eine großartige Neuigkeit. Ich hoffe, ich stürze das Staubsaugen da draußen nicht. Ich drehe gerade. Ja. Danke. Danke sehr.
Minecraft Story Mode muss jetzt hier noch am Ende des Jahres passieren, dass die in diese Hintergrundgeräusche passieren. Ist klar. Minecraft Story Mode mit der Gruselvilla hier, mit dem Minecraft Cluedo habe ich es genannt, wo man den Mörder der ganzen Sache feststellen musste. So ein bisschen Resident Evil-like auch so ein bisschen, wo man halt doch ja, das Rätsel raten mal in Minecraft Story Mode anstellen musste. Ich rutsche mal ein bisschen näher ran an die Kamera, dass man mich vielleicht noch versteht bei den lauten Hintergeräuschen hier. Tomodachi Live mit dem Drachenlord. Man muss gerade aufpassen, dass ich den mit Drachenbursche verwechsle. Drachenbursche ist was anderes, das ist wer anders. Der Drachenlord mit seiner Drachenschanze war auch in Tomodachi Live, dem Projekt, mit dabei. Er zog auf die Insel ein. 2017 war er auch in Miitopia mit dabei. Hat in einer Rolle Brickheads, Big Yourself heißt das, glaube ich. Nee. Go Brick Me hieß das. Das Projekt, wo ich meinen eigenen Brickheads-Charakter baute. Wie gesagt, wer es nicht kennt, Brickheads, hört sich das mal an. Meine große Empfehlung, also als großer Lego-Fan. Einfach geil. Minecraft Arno, da hat der Mordev dieses Jahr Spitzenklasse geleistet als Thumbnail-Creator, Thumbnail-Hersteller. Lob Emma an diesem Stelle an ihn. Da hat er großartige Thumbnails gestaltet für das Projekt Minecraft Story Mode lief weiter. Und der letzte Part von Riffin Paradise Megamix. Ein Projekt, was mich ordentlich aufgeregt hat. Weil ich es nicht konnte, weil ich den Skill nicht hatte, den notwendigen Skill. Haben wir zu Ende gebracht in Part 7. Ein siebenteiliges Projekt. Ja. Und oh Mann, ich muss. Da muss ich jetzt hier ganz vorsichtig sein, da muss ich das ganz leise hier erwähnen, nur nicht zu doll ausschmecken, nur ganz, ganz am Rande hier mal erwähnen. Muss ich auch ganz leise nennen, welches Letztest habe ich da gemacht. Ich habe Letztest Fortnite gespielt. Ich hoffe, ihr konntet es hören. Ich wollte es jetzt nur flüstern, damit man es nicht noch hört. Da habe ich ein sehr trendiges Spiel, Fortnite, gebracht und das mal in einem ersten und letzten Part mal gebracht, wollte ich einmal, ja, dass ich das wirklich gemacht habe. Ich bin sprachlos. Ich habe es einmal getestet. Und das war's. Dieser Trend ist an mir vorbeigegangen. Das möchte ich auslassen. 2018. Das ist kein Trend, den ich mitmachen will. Nein. Ja, da haben wir natürlich Minecraft Story Mode und eine letzte Filmreview dieses Jahr. So viele habe ich da nicht mehr gemacht. Ein Mann seines Wortes, Papst Franziskus, der Film, die Review zu diesem Film. Ihr erinnert euch, auch ein Kandidat für das beste Video 2018 auf meinem Kanal. Leider nur ein weiterer Nominierter. Das kann ja nicht jeder gewinnen. Aber auch eines der besten Videos auf meinem Kanal. Minecraft Story Mode. Ja, auch noch nicht zu Ende. Minecraft Arno begann und das Ende von Minecraft Story Mode, wo wir es gerade erwähnen. Von Minecraft Story Mode Staffel 1. Der letzte Part dieses Projektes. Beendet in der Mitte des Jahres. Captain Toad Treasure Tracker habe ich für euch getestet auf dem Kanal, die Demo-Version, um genau zu sein. Auch schön,
Hat auch Spaß gemacht. Minecraft Anno. Das großartigste Projekt ohne Frage dieses Jahr auf meinem Kanal. Minecraft Anno hat wirklich Spaß gemacht und euch, wie es ausschaut, auch, weil sonst hättet ihr nicht zum Top-Projekt und Top-Video gewählt dieses Jahr. Eine Sache, die ja sehr gut war, dass ich die eingeführt habe. Der Mensch ist keine Nummer, Zwerg für Toleranz. Natürlich mit weiteren Parts fortgeführt. Minecraft Anno, oh Minecraft Anno. Ja. Schön, schön. Und ein Warf-News für den Monat. Der Mensch ist keine Nummer und Minecraft Anno hatte sich dann wieder abgewechselt. Dann kam die Sommertour 2018. Ein Projekt, was nicht beendet wurde. Und eine letzte Sommertour, die ich durchgeführt habe. Ja, leider die letzte Tour, aber zum Glück, vielleicht leider, die letzte Sommertour auf meinem Kanal. Da werde ich kommendes Jahr so viel schon mal als Vorausblick nicht die Zeit für haben, nicht die Nerven und nicht die, ja, nicht das Geld vor allem rumzureisen haben. Aber ja, 2018 durften wir es nochmal erleben. Die dritte Sommertour auf meinem Kanal. Haben wir nochmal sehr schöne Videos gemacht. Das erste Video dazu hier. Pokémon Y, der nächste Part. Da haben wir uns ziemlich Zeit für gelassen, den nächsten Part zu nehmen. Da war einiges dazwischen. Das Projekt startete dann erst sozusagen mit dem zweiten Part. Der erste Part war nur als Special des Geburtstags-Specials auf meinem Kanal. Da haben wir... Da habe ich ein Nintendo Switch Side-Note gemacht. Warum ging es da? Da habe ich was zur Nintendo... Da habe ich ein Review zur Nintendo Switch gegeben. Habe ich mal ein bisschen gesagt, wie ich sie so finde. Und den Pro-Controller bewertet. Auch ganz nett. Wolfenstein 2 habe ich erzählt, was ich davon halte. Und dass ich mir gekauft habe und irgendwann mal spielen werde. Da lief Pokémon Y Let's Play Again los als Projekt. Dann gab es ein Video, das ich zwischendrin mal als Video hochgeladen hatte. Hatte. Ja, da fällt mir das Reden schon zunehmend schwerer. Mit Dauer dieses Videos. Ja, meine Switch hat ein bisschen verrückt gespielt und ich hatte in diesem Video um Hilfe gebeten und ja, auch schnelle Hilfe von meiner Community mal bekommen. Ja, keine großartige Sache, aber ja, eine Sache. Minecraft Anno, Pokémon Y und Tomodachi Live mit Julian Bam als nächsten Mii, der auf die Insel zog. Ja. Ich versuche gerade ein bisschen ruhiger zu sprechen und ein bisschen, ja, zu schweigen. Weil meine Stimme versagt sonst gleich. Oh, da hatten wir gerade... Was hatten wir da gerade? Tomodachi Life, die Hitparade. Da habe ich alle Songs, die wir in dem Projekt mal hatten, zusammengefasst und mal in einer ehrlicherweise geklauten Hitparade mal vorgeführt. Das habe ich ja von einem gewissen anderen YouTuber mir abgeguckt. Aber ja, sind halt meine Songs, deshalb meine Songs, die ich dort für Tomodachi Life lustigerweise geschrieben habe. Vorgeführt in eine Part. Die Sommerpause. Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Sommer und ja, eine kleinere Winterpause ist jedes Jahr Pflicht auf meinem Kanal. Muss auch mal sein, um mal rauszukommen und mal was anderes zu machen als YouTube. Gibt es zumindest jedes Jahr eine feste Sommerpause. Fest ist sie nicht, aber sie wird irgendwann dann im Juni
wurde bisher mal an die Sommertour angelehnt. Dann war ein Unboxing der Nintendo, eigentlich der Nintendo Switch, des NES Mini. Auch eine Sache, die ich mir geleistet habe, die ich gekauft habe dieses Jahr. Die NES Mini habe ich privat einige Male gebraucht in diesem Jahr. Einmal in diesem Projekt angetestet. Ja, mal schauen, was da nächstes Jahr und in Zukunft so noch für Projekte, gerade auch auf dem NES Mini, möglich sein werden. Ich habe jetzt zu Weihnachten einen zweiten Controller geschenkt bekommen, so einen zweiten NES Mini Controller. Der hat ja leider nur einen Controller mitgeliefert, also wenn man sich das NES Mini, also die neue Version davon, kauft im Laden, ist da nur ein Controller mitgeliefert, warum auch immer. Den zweiten muss man sich dazu kaufen oder sich schenken lassen. Ja, da kann man jetzt auch also zu zweit spielen. Kann ich jetzt auch ein gemeinsames Projekt auf der NES Mini bringen. Auf dem Nintendo Entertainment System. Ja, Pokémon Y, Minecraft Arnor. Minecraft Arno kam da regelmäßiger, langsam regelmäßiger. Viva la Waldorf, Jubiläums-Special, einjähriges Bestehen des großartigen Films auf Zwergenfürst-LP. Viva la Waldorf. 10 Fakten hinter den Kulissen habe ich euch gegeben. Habe ich ein bisschen drüber erzählt, wie es so am Set war und was, wie die Dreharbeiten so verlaufen sind. Ja, so viel dazu. Sims natürlich ein spaßiges Projekt, was natürlich auch weitergeführt werden musste und doch unregelmäßig, aber spaßeshalber mal zwischendrin gekommen ist. Das Projekt. So, dann startete ein Animal Crossing Ask.fm Projekt, in dem ich eine Fragerunde zu einem Thema machte. Das hatte dann 3 bzw. 4 Parts von Minecraft Arnor, Minecraft Chimney mit einberechnet. Da habe ich dann Zuschauerfragen von Ask.fm beantwortet in einem Crossing. Und das nächste Sommertour-Video, das zweite Sommertour-Video aus Rom, der ewigen Stadt, von der internationalen Ministrantenwallfahrt. Ein Filmchen habe ich da gemacht mit ein paar Bildern und Videos, die ich davon hatte. Ja, auch eine schöne Zeit in diesem Jahr. Habe ich mal Rom gesehen, auch meine Italienfahrt, die ich dieses Jahr nicht hätte missen wollen. Also schon ein gigantisches Erlebnis. Pokémon Gelbe Edition, ein neuer Part wird gefunden. Und die Weiße Edition, Pokémon die Weiße Edition habe ich beendet mit einem letzten Part 2018 mit Part 32, wen die Nummern interessieren. Game Over hieß es da. Da habe ich dann aufgegeben, habe ich das Projekt hingeschmissen, weil meine Pokémon bei der Top 4 zu schwach waren. Da musste ich dann das Handtuch werfen und nach der Hälfte der Top 4 aufgeben und sagen, Leute, ich komme nicht mehr weiter, ich bin zu scheiße dafür. Ja, da musste ich dann mit meinen unterlevelten Pokémon aus der Top 4 austreten und das Projekt in Ungnade beenden. Ja, Minecraft Arno, der Orgyana-Turm, ja. Und da haben wir das mal, die Story mal ein bisschen angeleiert. SpongeBob Schwammkopf, die Kreatur aus der großen Grabe, das haben wir auch angefangen, das Projekt haben wir ein bisschen angeleiert. Ja, zum September hin, ich glaube es war im September, ja, als Special. Da ich meinen Geburtstag gefeiert habe,
Ich darf Geburtstage feiern, einmal meinen YouTube-Geburtstag und einmal meinen echten. Und ja, die Kreatur aus der Kostenkrabbe haben wir gespielt, weil es mein erstes Videospiel war. Und den guten alten Zeiten zuliebe haben wir mal SpongeBob gespielt. Auch ganz lustig auf diesem Kanal. Pokémon Y, Minecraft Arno natürlich. Minecraft Arno. Die Dwarf News, ja, alles. Klapp ich ein bisschen mit meinem Stuhl. Klapp die Klapp. Dwarf News müssen jeden Monat sein. Eine neue Fragerunde zu einem Thema. Auf in Animal Crossing. Minecraft Arno, ja, schönes Projekt. Minecraft Arno, das muss ich, kann ich nicht oft genug Minecraft Arno sagen. Um es wirklich zu betonen, dass es mega nice war. Mega toll. Meine Stimme schwächelt langsam. Das ist nicht gut. Wir sind noch nicht am Ende. Guck mal, gäbe Elzun. Ein neuer Part. Hat es auch weitergeführt. Im Oktober kam dann, oder Ende September, Oktober, September, so im Dreh, dann Luigi's Mansion 2 fortgeführt, wohlgemerkt, Part 8 dann, haben wir 2017 schon angeleiert, auch zum Ende des Jahres kann es noch das ein oder andere Projekt geben. Ist nichts Schlimmes, tut nicht weh. Minecraft Arno muss mal wieder in den Rotz werfen. Und Animal Crossing New Leaf, die Fragerunde Nummer 3, in der ich wieder ein neues Thema aufgegriffen habe und Zuschauerfragen von Ask.fm beantwortet habe. Und dann hieß es Abschied nehmen von der Zwergenhöhle. Und diesem Abschied ist soweit nicht, da ich ja noch hier bin. Aber ein kompletter Abschied ist es nicht. Aber ich verabschiedete mich von diesem Kinderzimmer hier, von dem ehemaligen Aufnahmezimmer. Oder jetzt momentan zeitweiligen Aufnahmezimmer. Und zog um in eine andere Stadt. Und drehte meine ersten Videos in der neuen Wohnung. Minecraft Arno Part 25 war der erste Part, den ich aus der neuen Stadt, in der neuen Wohnung aufnahm. Da halte es noch ein bisschen in den Videos, wer sich dran ändert. Ja, Pokémon Y auch in der neuen Wohnung gleich weiter gedreht. Und dann kam auch ein nach dem Verabschiedungsvideo von dem Kinderzimmer hier kam ein erstes Video aus der neuen Wohnung, wo ich mal so ein bisschen gezeigt habe, wie es schon aussieht. Den ganzen Roomtum war es noch nicht, aber ich habe schon mal so gezeigt, wo nehme ich denn jetzt hier auf, was, wie sieht es denn aus, was mache ich denn überhaupt. Danke auch nochmal an Mordev, ich habe es schon mal gesagt, ich habe schon mal mich bedankt, aber kann man sich nicht genug bedanken. Für wundervolle Thumbnails, Minecraft Arno betreffend. Später habe ich dann angefangen, selber ein bisschen welche zu machen. Ja, Mordev, der hat da ordentlich beigesteuert mit Thumbnails zu Minecraft Arno. Da habe ich ein React to Video zu der Black Barn Owl LP gemacht. Die Blackie. Da habe ich auf ein altes Video von ihr reagiert. Auch ganz lustig, auch ganz sehenswert. Kein bestes Video 2018, aber ein schönes, sehenswertes. Auf jeden Fall. Ein Re-Upload vom 2G-Adventskalender 2017. Auch Richtung Ende des Jahres habe ich nochmal ein Adventskalender-Türchen von 2017
mich nochmal präsentiert für die, die damals nicht dabei waren. Die hätten sich auch so angucken können, aber die haben es hier dann nochmal gesehen. Minecraft hat nur nochmal ein Fakt. An dieser Stelle ein spannender Fakt in dem Part, welcher war es. Den habe ich gerade schon überblättert. Da muss ich gerade nochmal nachgucken. Part 29, da hat ein anderer mal ein, ist ja recht sichtbar. Ist, man sieht den Unterschied zu Modifs, zu Modis, Thumbnails. Ein anderer Thumbnail Creator musste da einspringen und hat das Thumbnail für mich gemacht. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber, also entschuldigt, dass ich den Namen nicht mehr sagen kann, aber es ist der, und das war eine Sensation dieses Jahr, es ist der Thumbnail-Ersteller, der ab und zu mal für Let's Play Markus Thumbnails macht. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist so. Der Thumbnail-Ersteller von Let's Play Markus hat da mal, hat sich mir erbarmt und mal ein Video, ein Thumbnail für Minecraft Arno gemacht. Ja. Auch ein Erlebnis dieses Jahr. Ich glaube, dann habe ich so langsam mal angefangen, selbst mal ein bisschen an Thumbnails rumzubasteln. Ja. Unboxing, da ich mal ein bisschen Equipment für meine Wohnung ausgeboxt, ausgepackt. Eine Schaumstoffmatte, so eine Schalldämmungs-Schaumstoffmatte für meine Wohnung einmal als Test. Da wird im nächsten Jahr noch mehr kommen. Da werde ich meine kreative Lösung finden, wie ich diese Sache an die Wand kriege. Und dann wird mein neues Aufnahmezimmer, meine neue Wohnung ordentlich isoliert, damit das auch nicht so halt und ganz gut klingt während der Aufnahme. Pokémon Y und Minecraft Arno liefen natürlich weiter. Es waren ganz präsente Projekte in dieser Zeit. Auch Pokémon Gelbe Edition. Sollte man nicht missachten. Ein Best-of zu Minecraft Arno Part 0 bis Part 30 wurde von mir hochgeladen. Schön. Ich habe mal eine Sekunde geschwiegen, um mal meine Stimme zu ein bisschen zu entspannen. Am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit. Na, ich habe es dann, glaube ich, im Nachhinein hochgeladen. Aber ein Sommertour-Video, ein drittes Sommertour-Video zum Tag der Deutschen Einheit, zum Thema Tag der Deutschen Einheit aus Berlin kam online. Ja, auch sehr schön. Da habe ich mal auf der Festmeinde und bei den Ständen vom Berliner Tag der Deutschen Einheit Fest gefilmt. Schön geworden ist es. Super Mario Party kam jetzt zum Ende des Jahres als neues Projekt online. Haben wir nicht ganz zu Ende gebracht, aber wir haben es lange gemacht. Luigi's Mansion, da kam ein Kapitel, wo wir lange festgehangen haben. Da bin ich nicht weitergekommen. Minecraft Arno durfte natürlich noch nicht, auch nicht fehlen. Obwohl Super Mario Party weiter, also angefangen hat und weitergelaufen ist. Dwarf News ist natürlich für den Monat nichts zu vergessen zu erwähnen. Ein Projekt, was auch 2019 selbstverständlich weitergeführt werden wird. Die Dwarf News, die kommen einfach zuverlässig jeden Monat, außer den Dezember. Und wenn ich mal Sommerpause mache und oder generell mal Pause mache oder nicht kann,
Ansonsten zuverlässig jeden Monat wird auf den neuesten Stand gebracht in den Entwürfen für den Monat mit der entsprechenden Bezeichnung. Der Monat, der halt gerade dran ist. Guck mal, gelbe Edition und Super Mario Party, selbstverständlich. Minecraft, Arno. Da wurde ich von ein paar Creepern in die Luft gesprengt. In diesem Part. Super Mario Party auch ein ganz lustiges Projekt, was ich dieses Jahr auch nicht vermissen wollen würde. SpongeBob Schwammkopf, die Kreatur aus der großen Krabbe, haben wir einen dritten Part zugebracht. Und in Minecraft Arno ging es ein bisschen thematisch um einen Kirchenskandal der katholischen Kirche. Da haben wir ein bisschen was drüber gelabert. Und eine Kirche wurde gebaut, ganz viele Sachen wurden Arno gebaut, nicht nur das. Und Super Mario Party Verlust ja nicht, aber so Spiele, das Spielefails und Spiele Siege. Ja, ein lustiges Projekt. Super Mario Party. Luigi's Mansion 2, Part 10. In dem Part sind wir verzweifelt. An der einen Stelle. Da kam ich dann nicht mehr weiter. Viele Bauparts, Minecraft, Arno später. Ah, und da ist meine Kamera kaputt gegangen. Habe ich sie zur Reparatur gebracht. Das war eine Zeit, in der ich mit dem Handy ein wenig aufgenommen habe. Und ja, ein paar improvisierte Videos hochgeladen habe. Wie das Halloween-Special, das war auch ein improvisiertes Video, sollte eigentlich anders aussehen. War dann letztendlich ein Handy-Video, was dann zu wundervollen gezeichneten Bildern als MP3 hinterlegt wurde. Ja, habe ich auch ein bisschen freie Zeit genossen und ein bisschen, ja, ein bisschen Pause auch gemacht. Zwangsläufig, Zwangspause, da kann man kaputt und nicht jedes Video mit Handy aufgenommen werden sollte, da die Qualität dann auch zu übel war. Entwarf News natürlich wieder für den Monat, also das ist, kam einige Male in diesem Jahr vor. Und Pokémon Let's Go Evoli startete auf meinem Kanal, auch ein großartiges Projekt, was es verdient hat, ordentlich erwähnt zu werden. Ein schönes Remake der ersten Pokémon-Generation, was auch wirklich Spaß macht, was ich auch aktuell noch sehr gerne betreibe, was auch gut gestartet ist und so wie ich es mitbekommen habe, auch schön bei euch angekommen ist. Ja, ein schöner, ein lustiger Vlog, Sadlog, in dem ich meinen Merch mal bestellt habe. Ja, Merch habe ich dieses Jahr auch ein bisschen mehr rausgebracht. Gold statt Braun. Die Sache habe ich mal befeuert. Eine kleine Merch-Aktion im Sinne meines Projektes Zwerg für Courage und Toleranz. Da habe ich dann großen Bestellfehl geerntet. Habe ich dann was bestellt, da habe ich dann als kleine Erinnerung, da ich dann ein Damenshirt mit fehlerhaftem Ruck bekommen. Das war dann nicht so schön. War dann eine tolle Sache. Ein sehr lustiges Video, mich dann in einem Damenshirt, in einem Damenhoodie zu sehen, den ich dann vor der Kamera auch angezogen habe. Auch was Spaßiges zum Jahresende. Let's Go Evoli und Minecraft Arno. Der letzte Minecraft Arno Part wohlgemerkt, bevor es mit einem weiteren Minecraft Projekt weiterging. Dazu aber gleich was. Super Mario Party, das Raft Abenteuer habe ich dann
noch sehr kläglich probiert zu meistern. Und der 4.5. Adventskalender 2018, ein Projekt, was ja sehr gut gelungen war und eine geniale Idee von mir war. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das war wirklich eine Idee von mir, die ich auf die Beine gestellt habe, mit drei weiteren YouTubern einen Adventskalender. Also nicht wie in den letzten Jahren alleine den Adventskalender zu meistern, sondern mit drei anderen YouTubern ein Gemeinschaftsprojekt zu starten. Und ja, so wurde der 4.5. Adventskalender auf die Beine gestellt, den wir zu viert einen Vorlesekalender produzierten. Und das besagte Minecraft-Projekt Minecraft Chimney kam auf diesem Kanal online als Ableger, kann man so sagen, der Minecraft Arno-Serie und auch meine Parts für den Minecraft, eigentlich für den Minecraft-Kalender, sollte den Minecraft-Adventskalender geben, aber der wurde dann abgeblasen und zu Minecraft Chimney gemacht. Ja, auch meine Parts für den 4.5. Adventskalender und vorhin hochgeladen. Und ja, die traditionellen Kerzenanzünder-Videos auf meinem Kanal kamen online. Und ich bestellte noch einmal richtigen Merch und es kam guter Merch an. Ich habe nochmal meinen Gold statt Braun Merch Hoodie bestellt und ja, er sieht ganz gut aus und lässt sich mittlerweile ganz schön tragen. Ganz toll tragen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Wie das Motto dahingehend lautet. Guck mal, Let's Go Evoli läuft und wurde weitergeführt. In Minecraft Chimney Part 2 habe ich wieder Ask.fm Fragen, Zuschauerfragen beantwortet von Ask.fm. Und ein zweites Kerzenanzünder-Video kam online und auch mein nächstes Türchen wurde auch geladen. Pokémon Gabe-Edition habe ich fortgeführt und ein weiteres Switch-Let's-Test, Lost Sphere, die Demo-Version, wo ich ehrlich gesagt nicht sehr gut zurechtkam und ein bisschen ja, durcheinander und verwirrt war. Die Demo-Version war ein bisschen schlecht dargestellt, wenn man es so sagen darf. Und dann ging das Jahr langsam seinem Ende entgegen. Die letzten Parts Minecraft Chimney. Minecraft Chimney wurde fortgeführt und beendet. Der erste, zweite, dritte, vierte Advent wurde gefeiert und der letzte Part von Tomodachi Live, Part 57. Mit Part 57 wurde das langjährige Projekt Minecraft, das langjährige Projekt Tomodachi Life zu einem Ende gebracht und zu Ende geführt. Damit endete alles. Mit 57 Stützen Parts sind es nicht wenige. Eine Roomtour habe ich natürlich am Ende des Jahres noch durchgeführt, habe ich wie versprochen noch. Ich habe euch dann, als ich in die Wohnung einzog und das Video zu der Wohnung gemacht habe, sagte ich euch, es kommt irgendwann noch eine Roomtour, aber das dauert noch ein bisschen und dieses Versprechen habe ich gehalten und sehr am Ende des Jahres dann noch eine Roomtour gebracht. Ja, ein Let's Test Super Mario Odyssey, da habe ich in einem Part mal Super Mario Odyssey angespielt, sollte mal vorkommen. Ja, Minecraft Chimney ging zu Ende, da ich auch mal Super Mario, mir ist gerade der Name entfallen. Ich bin schon kaputt. Super Mario Odyssey, ja, das war der Name. Super Mario Odyssey, der erste, letzte Part, wird nicht der letzte sein. Ja,
das ist auch, glaube ich, allen klar. Da wird es vielleicht mal sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr was geben zum neues Projekt. Kann man sich drauf freuen. Ja, und den letzten Part von Super Mario 64 DS für dieses Jahr, also den vorerst letzten Part, Part 5, haben wir jetzt noch vor Weihnachten gebracht. Und auch Minecraft Gymnasium nahm Richtung Weihnachten selbstverständlich sein Ende. Ein Weihnachtsspecial, in dem ich ein bisschen gelabert und wieder Brickherz gemacht habe. Lohnt sich mal reinzugucken ins Weihnachtsspecial, solange ist es nicht her. Da habe ich ein bisschen Lego gebaut und dazu ein bisschen von Weihnachten erzählt, ein bisschen Weihnachtsgeschichten gelabert. Ja. Und auch Pokémon Let's Go Evoli musste vor Silvester jetzt noch mal online kommen. Und zwei Parts für Pokémon Y habe ich noch. Let's Go. Ich bin wirklich durcheinander jetzt zum Ende dieses Videos. Let's Play Again habe ich dann noch mal zwei Parts rausgebracht zum Ende des Jahres noch einmal. Ja, ist zumindest auch eine zweistellige Partzahl zu kriegen. Dann kam das Flashback, den Thumbnails, ja, indem ich nochmal alle Thumbnails, kann man sich auch nochmal angucken, ein 15-minütiges Video, in dem ich mal alle Thumbnails mit wundervoller Musik unterspielt präsentiert habe. Auch mal als schneller Rückblick, als schnelles, ja, Jahresvideo nochmal ansehbar. Und dann, ja, wie schon gesagt, kam heute um 14 Uhr ein schönes Best-of 2018 online, in dem ich nochmal so die besten Szenen, die Highlights des Jahres gezeigt habe. Und ja, dann sind wir auch schon bei diesem Video angekommen. Ja, der Jahresrückblick 2018 auf 2018. Den haben wir jetzt geschafft, den haben wir durchgeführt. Habe ich nochmal auf alles ausführlich drauf geguckt und habe geguckt, wie war's? Nochmal erklärt, was war los? Mir hat's gefallen, auch ein bisschen dazu gelabert, noch ein bisschen was erzählt. Ja, kommen wir zu einem Ende. Fazit des Jahres. Es war ein, ja, doch. Versuche mal die richtigen Worte dafür zu finden, ein pompöses Jahr, man könnte, ja, pompös kann man da so sehr gut zu sagen. Das könnte man sagen. Großartiges, pompöses Jahr, also nicht so wie das goldene Jahr 2017, muss ich sagen. Also 2017 war durch Minecraft, Minecraft Arno war dieses Jahr dadurch auch das große, pompöse und großartige Jahr, also die Sommertour, also mit wirklich einzigartigen Videos und ja, großartige andere Projekte, Pokémon Let's Go Evoli, Minecraft Story Mode, die erste Staffel und also wirklich, wirklich geniale Projekte dieses Jahr, Super Mario Party nicht zuletzt zu erwähnen und ja, schöne Momente, die dieses Jahr gewesen sind auf meinem Kanal, wo man auch wirklich zufrieden zurückgucken kann und sagen kann, ja, war ein nices Jahr. Da habe ich mich wirklich auch ein bisschen gesteigert zu 2017, soweit es ging. 2017 als goldenes Jahr ging in die Geschichte von meinem Kanal ein. Die noch nicht sehr große Geschichte meines Kanals. Mit
wie heißt es dann nun, mit Viva La Waldorf, dem großen Spielfilm. Das ist nun mal eine Sache, die ich da hingelegt habe, die wird auch kein Minecraft Arnor wirklich so richtig toppen können. Aber ja, das Ganze ja insgesamt hat durch den Vorsatz alle Ehre gemacht. Den Vorsatz, den ich mir jedes Jahr an Silvester, am Silvesterabend stelle fürs kommende Jahr. Verbessere dich, Zwergi. Mach was Besseres. Mach das nächste Jahr zu etwas, wo du am kommenden Silvester, das nächste Silvester, wie du wieder zurückgucken kannst und sagen kannst, ja, war ein geiles Jahr. Ich habe nichts zu bereuen. Ich hab Spitzenarbeit geleistet und man hat sich ja auch selbst mal loben kann. Man kann sich auch mal selber loben. Stinkt nicht immer der Eigenlob, sondern ist auch mal schön. Da klappere ich mal ein bisschen mit dem Zeug, was hier auf dem Sofa liegt. Ja, kann man auch mal zurückblicken auf das Jahr und sagen, ja, war ein gutes Jahr. Und das ist das Ziel, das nehme ich mir auch für das nächste Jahr vor. Ein Vorsatz für 2019 auf YouTube, auf diesem Kanal, wieder wie jedes Jahr. Ich sag's auch wie jedes Jahr wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber ich werde es irgendwie wieder schaffen. Ich habe es auch dieses Jahr wieder hingekriegt. Und ja, ich werde es auch nächstes Jahr irgendwie wieder hinkriegen. Hoffe ich zumindest, den Vorsatz einzuhalten. Der Vorsatz lautet, mich im nächsten Jahr, im Jahr 2019, wieder zu verbessern, um noch eine Schippe draufzusetzen. Wir kriegen nie genug, ist das Motto. Es wird einfach immer besser und das ist das Ziel, was ich habe mit YouTube und das ist der Vorsatz, den ich an mich selbst stelle für 2019, für das kommende Jahr. Draufhauen, einfach reinhauen und Leistungen abliefern, die dem Namen Fürst, die dem Namen Zwergenfürst doch gerecht werden können. Ja. Das ist mein Vorsatz, inwiefern Vorsätze eingehalten werden können. Mal schauen. Ich habe es bisher immer geschafft. 2017 war besser als 2016. 2018 war im Allgemeinen doch besser als 2017, würde ich doch sagen. Und 2019, ich freue mich drauf, bin gespannt, was wir da erleben werden, was daraus wird. Und habe auch ein bisschen Angst, wie mir jeden Jahr. Aus dem Grunde, dass ich wirklich nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Ich bin am Ende des Jahres dann immer fast am Hören, wenn ich daran denken muss, ja, wie kriege ich das jetzt noch getoppt? Eine kleine Schweigeminute dafür, eine Schweigesekunde, um genau zu sein. Ja, na dann, ich blicke voll Zuversicht in das neue Jahr und hoffe, ihr bleibt mir auch im neuen Jahr weiterhin erhalten und seid weiterhin mit dabei, wenn es heißt, ja, willkommen zu einem neuen Jahr mit dem Zwergenfürst. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Jahr mit dem Zwergenfürst. Kann ich auch jetzt offiziell sagen? Nee, kann ich jetzt noch nicht sagen. Machen wir dann im ersten Video 2018. Da begrüße ich euch dann zu einem neuen Jahr. Jetzt verabschiede ich euch erstmal offiziell von 2018, kommt die große Abmoderation. Ja, fällt auch immer wieder ein Stein von der Seele, aber ist auch mal ein bisschen ein
trauriger Abschied von dem Jahr. Ja, fröhlicher, mit einem fröhlichen und einem weinenden Auge verabschiedet man sich von dem Jahr. Es kommt Neues. Ja, sind wir mal gespannt, was so kommt im neuen Jahr. Und damit sage ich, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Jahr gefallen haben. Sollte euch natürlich dieses Jahresabschlussvideo, dieses Jahresrückblickvideo gefallen haben. Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, um im neuen Jahr auch gar nichts zu verpassen, um im neuen Jahr auch mit dabei zu sein, falls ihr neu auf diesem Kanal seid und in diesem Silvestervideo jetzt mit dazu schaltet und euch denkt, wow, hat der gute Sachen gemacht im letzten Jahr. Ich will im nächsten Jahr mit dabei sein. Ich will sehen, wie er es besser macht. Ich will sehen, dass er seinen Vorsatz schafft. Dann lasst ein Abo da. Ein Glöckchen aktivieren, dass es ordentlich ins neue Jahr bimmelt. Ja, ihr wisst Bescheid. Dann habt noch ein paar angenehme letzte Minütchen oder Stunden, je nachdem, wie es jetzt hier läuft, also wie ihr es jetzt noch, ob es, wenn ihr es jetzt noch im letzten Jahr guckt, wenn ihr jetzt noch 2018 guckt, habt noch eine angenehme Zeit, ein angenehmes Rest 2018. Und ja, man sieht es im neuen Jahr wieder. Das war 2018. Ja, mach's gut 2018. Da sage ich die Abschlussworte. Auf ein neues. Macht's gut. Macht's gut 2018. Bis dahin und ciao, ciao.